Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us Part 2. Wir müssen nach unten. Wir sind immer noch auf der Suche nach Sprit. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welchen Weg wir nehmen. Wir springen ans Seil. Vorsichtig. Okidoki. Ich würde gerne nochmal hier hochklettern, aber da ist nichts weiter, ne? Nichts, was uns interessiert. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass wir hier einfach direkt runterjumpen. Aber mit dem Seil macht das schon ein bisschen mehr Sinn, weil es wäre eindeutig zu hoch. So. Okay. Es ist ein bisschen nass hier unten. Vorsicht, kommt sie runter? Ah, nee, gedrückt halten, ne? Ich habe gerade die ganze Zeit schnell gedrückt. Alles klar, alles klar. So, Fräulein Klicker. Danke. Wir wechseln einmal von der Magnum auf unsere Pistole. Scheiße, Digga. Zwei Schüsse verkackt. Ich habe nicht mehr so viel Muni. So, immer bedacht schießen. Ich gehe hier kein Risiko ein. Ohne Witz, wir machen gleich nochmal ich glaube, das war's jetzt. Ein Erste-Hilfe-Kit. Die Typen sind nie aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. Suchen wir das Benzin. So, wir gucken uns einmal ein bisschen um. War ja schon mal ein netter Empfang an der Stelle. Aber es ging. Ich bin zufrieden. Mein Aim war jetzt gar nicht mal so katastrophal, außer mit einer Ausnahme. Aber ich denke, die kann man auch mal verzeihen. So, wo finden wir hier das Benzin? Ich gehe mal davon aus, dass ich hier irgendwie lang kann. Nicht? Okay. Da geht's ja schon wieder raus. Kann ich nachher auch den Weg hier rausnehmen? Ja. Gut, ja, wir gucken nach dem Benzin, machen wir. Ach so. Ich dachte, ich kann das Ding hier irgendwie schon mal offen lassen. Also, wir wissen schon mal, wo es rausgeht. Wir wissen noch nicht, wo das Benzin. Ach, da vorne. Guck mal. Da ist es doch. Jetzt sag mir bitte, dass hier was ist. Und? Warte. Wir haben Benzin. Oh. Das Blatt wendet sich. Beschrei's bloß nicht. Let's go. Da ging aber noch ein bisschen mehr rein, oder? Bin ich der Einzige, der das so das sieht. Park Fedra-Tor wartet auf uns. So, ich glaube, liegt hier noch was? Guck mal. Ein bisschen die Augen aufmachen. Dann finden wir hier doch auch nochmal guten Stoff, den wir mitnehmen können. Einmal die Waffe wechseln. Die Magnum schon mal nachladen. Den Revolver. Den Backstein nehme ich auch mit. Kann man immer gebrauchen. So, und ich würde sagen, jetzt können wir raus. Dina, ich komme. Oh. Gut gemacht, Babe. Danke. Oh, okay, gut gemacht, Babe. Okay, Tor. Man könnte noch dauern, bis wir Abby und ihre Freunde finden. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gute Idee. Wollte gerade sagen, ist meine Dings jetzt
meine Taschenlampe jetzt an oder aus? Ich hab's nicht gesehen. Einmal die Karte, bitte. Wo ist denn die Karte? Voll weit unten. Karte von Seattle. So, sie will, dass wir uns noch ein paar Vorräte besorgen, bevor wir zum Fuck Fedora Gate gehen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal in der Sixth Avenue. Also direkt hier vorne. Und schauen, was wir da eventuell finden können. Und danach würde ich mich direkt auf den Weg machen. Vorwärts, Schimmer. Wie geht's dir da hinten? Hast du Heimweh? Ein bisschen. Und du? Ich auch. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Nur wenn man es alleine macht. Okay. Dann werden wir also Schafe züchten und Kühe melken? Machst du dich lustig über mich? Nein. Das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja. So. Barkus Deliveries. Ich gehe davon. Warte mal, wie. Können wir nicht die Karte irgendwie schnell aufrufen? Oder bin ich zu lost? Wahrscheinlich geht das wieder irgendwie und ich habe mal wieder nicht aufgepasst, ne? So, hier sind wir richtig. Wer hätte es gedacht? Hier kommen wir sogar direkt rein. Hallo? Oh Gott. Hilfe. Ah, stimmt, wir haben ja sogar den Schlüssel gefunden. Mal sehen, was da war ja was. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Eigentlich sollte es hier drin ja auch safe sein, oder? Ich meine, hier war abgeschlossen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo hier andere Eingänge sind. They think we are sheep. Bear your fangs. Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. In New Mexico auch, da gab es diese Ravens. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. So. Was wollten die? Das waren Ex-Fedra, die fanden, Fedra hätte zu viele Regeln. Sie haben Schutzgeld erpresst, viele Frauen entführt. Tolle Typen. Uff, toll. Ja. Die Männer wieder. Ist sehr, ne? Was soll man sagen? Was soll man sagen? So. Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Ich glaube, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten es uns ansehen. So, wir haben noch zwei weitere Punkte. Einmal da vorne in der Madison Street und dann sozusagen auf der Art Highway. Ja, ich glaube, bevor wir zum Fuck Fedora Gate kommen, haben wir hier noch den ein oder anderen Ort, den wir erkunden können. Und ich glaube, das sollten wir auf alle Fälle auch machen, weil ich weiß nicht, ob wir danach nochmal in diese Region hier kommen. Und wir werden bestimmt noch das ein oder andere finden, was uns weiterhelfen kann. Ich sag mal so, jeder Schuss zählt, ne? Jedes Medikit zählt, obwohl wir da gerade sehr gut aufgestellt sind. Ui. Ein Waffenholster. Goonie und Ghost würden das lieben. So, Kurzwaffenholster. Ah, okay. Ah, okay. Das ist nice, das ist cool gemacht. Das feiere ich. Das ist eine sehr nice Idee. Wer? Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also ich vermisse die kleinen Tiger manchmal. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding. Hm, wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. Mal schauen, was wird es denn? Was wird das kleine Haustier, was zu Ellie passt? Ich bin sehr gespannt.
So. Ich würde sagen, wir haben den Laden leer gesaugt. Wir gehen raus. Und, war da gerade noch was? Ah, ne, Flasche voll. Und, checken den nächsten Ort ab. Ich glaube, hier haben wir alles. Genau, Kartenort vollständig. Kann ich eigentlich auch irgendwas markieren? Nee, ne? Aber wir müssen ja einfach nur hier wieder raus auf die Straße und von da an dann direkt nach rechts, links. Hey, hast du eigentlich Angst? Und weiter geht's. Weshalb? Nach allem, was wir über die WLF rausgefunden haben, sie sind organisierter, als ich dachte. Das ändert rein gar nichts für mich. Wir müssen nur vorsichtiger sein. Wenigstens wissen sie nicht, dass wir kommen. So sieht's aus. Alles wird gut gehen. Ich weiß. Okay. Wir sollten zurück zum Pac-Fedra-Tor, bevor es dunkel wird. Ja. Mal sehen, ob diese WLF in der Seravina sind. So, ja, wir gehen sofort zurück. Wo willst du hin? Da hinten ist was. Genau. Warte mal, wenn ich gedrückt halte, dann öffne ich die Karte, ne? So, genau. Das ist das Gebäude, was uns hier noch angezeigt wurde. Deswegen möchte ich hier auf jeden Fall nochmal rein. Auch wenn wir uns ein bisschen beeilen sollen. Wir beeilen uns und gucken mal. Use Gate Code. Verwende den Tor-Code. Mit dem Benzin jetzt zum Pac-Fedra-Tor? Ja. Ah, warte, das wollte ich noch gar nicht. Welchen Tor-Code? Ach so, von Gate West 2 wahrscheinlich, ne? Ich mache erstmal Molly. Wir haben ja, sind ja echt gut aufgestellt. Und jetzt ist die Frage, wir haben das ja in unseren Notizen. Welcher Brief ist das? Kontrollpunkt Tor-Codes. West 2 war das, glaube ich, gerade, ne? 0451. Bin ich richtig? West 2. 0451. So. Let's go. Funktioniert. Gute Plünderungsaktion. Und eine neue Sammelkarte. Flo. Flo. So. Echter Name Olga Kuznetsova. Intelligenz 80, Muskelkraft 80. Zugehörigkeit Society of Champions. Olga Kuznetsova macht ihren Abschluss an einer namenhaften SciTech University als beste ihres Jahrgangs und wurde sofort von der russischen Regierung rekrutiert, um die Forschung über dunkle Energie voranzutreiben. Olga fürchtete, dass die Technologie zur Kriegsführung eingesetzt werden könnte und versuchte, die Experimente zu sabotieren. Mit dem Ergebnis, dass ihr Bewusstsein mit Wasserdampf verschmolz. Jetzt ist sie in der Lage, ihre Seele in jede Art von Gewässer zu kanalisieren und Objekte in jeder Form von Wasser zu beschwören, sofern eine gewisse Luftfeuchtigkeit herrscht. Neutrale Helden. Ja, so kann das laufen. Schwuppdiwupp. Und plötzlich bist du selber aus Wasser. So. Gut. Den Punkt haben wir abgehakt. Wir haben noch den Punkt an der Autobahn. Da würde ich jetzt auch nochmal kurz hin hopsen. Und danach werden wir Richtung Gate gehen. Und finally dieses Gate dann endlich auch mal öffnen. Nachdem wir uns hier echt gut umgeschaut haben. In diesem Teil. Von Seattle. In diesen Anfangsteil, nachdem wir die Tore oder das erste große Tor geöffnet haben. So, warte mal. Hier muss ich runter. Oder? Sorry, wenn ich so oft auf die Karte gucke. Ja, geradeaus runter, würde ich sagen. So groß ist die Region gar nicht, aber bevor ich mich hier irgendwie vertue, schaue ich doch lieber noch einmal mehr rauf. Ist nur die Frage, ob das, was ich suche, auch hier unten ist.
Oder dann doch eher oben. Sieht aber so aus, als wäre es wirklich hier unten. Wir gucken mal. Vielleicht unter der Brücke? Irgendwas Auffälliges? Auf Anhieb leider nicht. Faschisten? Da komme ich nicht hoch, oder? Komme ich da irgendwie lang? Nee, ne? Nee. Das Spiel möchte auch gar nicht, dass ich hier weitergehe. Kann natürlich auch sein, dass es hier direkt über mir drüber ist, wa? Das wäre jetzt so die andere Option. Irgendwie sah das so verlockend aus, hier runterzukommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da oben überhaupt... Ah, nee, doch, siehst du? Hier sind wir richtig. Wow. Dieser Kerl war ein Offizier. Und mehr oder weniger. Mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. So, was gibt's Besseres, als hier reinzugehen? In einen Truck voller verwester Leichen und keine Ahnung was. Du musst auch ganz schön abgebrüht sein, ne? Um das hier einfach so mitzumachen. So, es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen, Isaac. Ja. Das Ganze ist nicht so gut ausgegangen. Für die Beteiligten. So, der Punkt wird einmal abgehakt. Kartenort ist vervollständigt. So, jetzt muss ich einmal schauen. Wir reiten einfach mal hoch, würde ich wieder sagen. Dann müssen wir 1, 2, die dritte Straße links abbiegen. So machen wir das. Dann galoppieren wir mal los. Wie war der Name von dem Pferd nochmal? Sternzauber oder so? So. Zählt das schon als erste Abzweigung? Dann ist das die zweite. Und hier vorne müsste gleich Nummer 3 kommen. Da vorne schon? Ja, da warst du da schon. Dann gucken wir mal. WLF steht ja auch ganz groß dran. Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. So, dann wollen wir mal. Gate East 2. Der Generator ist da oben. Den tanken wir jetzt erstmal ein bisschen. Rein mit dem Sprit. Da hinten ist das Saravanna Hotel. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Stimmt. Die Seitengeneratoren sind ziemlich dick. Du brauchst bestimmt ein bisschen was. Entschuldige, was? Gar nichts. So, ach, jetzt habe ich vergessen zu gucken. Ich glaube, es war East 2, ne? 5345. 5345. So, den Molly packst du mal wieder weg, Ellie, ne? Nicht, dass du dich noch verbrennst oder so. 5345 war das, ne?
Perfekt. Ja, kein Begrüßungskonzert. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Halt die Fenster im Auge. Wir reiten mal vorsichtig hoch. Worf. WLF. Verstehe. Ah. Na klar. Ergibt Sinn. Ja, okay, da habe ich mir ehrlicherweise auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Zumal ja Fireflies und Ravens. Die haben ja auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Infiziert das gerade über den Zaun. Lul. Das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum, wie der Infizierte gerade über den Zaun gesprungen ist, ist ja mal mega weird. Hast du einen Code für das Tor? Weiß nicht. Noch nicht, noch nicht. Ich wollte nur mal gucken. Da geht's dann weiter, sobald wir das Saravanna Hotel durch haben. Gut, wir haben den Weg reingefunden, würde ich sagen. Ab dem Infizierten hinterher. Danke dafür. Schlauer Typ. Ich wollte gerade sagen, wo ist er hin? Hat er ein Date, ein Meeting? Er hat es ganz schön eilig. Dass er sich da mit der Zombie-Dame seines Vertrauens vertrifft, vor allem trifft. Also, ich würde es ihm gönnen. Versteht mich nicht falsch, ich würde es ihm gönnen. So ist es nicht. Wir gucken mal rein. Er geht irgendwie sehr motiviert voran. Oh, was ist da los? Da drin ist richtig Halligalli. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich in Brand gesteckt habe. Haben die alle überlebt oder was? Krass. So. Ich meine, leise kriegen wir das Ganze hier sowieso nicht hin, ne? Aufpassen! Gut, dass wir noch die geile Machete haben. Kommt sie klar? Ja, ne? Wo ist sie denn? Okay, das war das. Ich finde, wir schlagen uns eigentlich ganz solide. Da können wir auch mal uns ein bisschen was trauen. Ein bisschen aggressiver rangehen, uns ein bisschen was trauen. Finde ich vollkommen okay. Wir haben 3 Medikits. Wir sind voll. Wir können noch gefühlt 3 herstellen. Munition ist jetzt nicht so on point, aber ich meine, wir haben ja jetzt hier geile Skills, können gut ausweichen und brauchen uns da eigentlich nicht zu verstecken, oder? Was haltet ihr davon? Ich glaube, das geht klar. Ich würde mal sagen, kann man machen. So, hier schöne Hundestatuen. Ganz dezent in Gold. Aha. Ja gut. Es war jetzt nicht so optimal verschlossen. So, wir tauschen noch nicht, weil auch wenn die Machete jetzt schon leicht mitgenommen ist, ich glaube, die ist ganz strong. WLF. Sie wurden erschossen. Vielleicht hat die jemand anders getötet.
Die Infizierten sind gerade gekommen. Gehen wir weiter. Das ist halt ehrlich so. Die Infizierten, haben sie die gerochen? Wie frisch sind die Leichen? Warte, ich als Fachmann, ich gucke mir das gleich nochmal genauer an, ne? Ich werf da doch gleich nochmal ein Blickchen drauf. Guck mal, was ich da an der Leiche erkennen kann. Also, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, wenn ihr das Video auf YouTube seht, es ist 0 Uhr, wollte ich schon sagen, es ist 1.12 Uhr, nicht 0 Uhr 12, sondern 1.12 Uhr. Hey, falls ich ein bisschen viel Mist laber, es tut mir leid. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Gut, Benzin ist aktuell nicht das Problem. Wir brauchen den Zahlencode, um weiterzukommen. Kann mir eigentlich mal irgendwer sagen, wen oder was wir jetzt hier gerade eigentlich suchen? Und was leuchtet hier? Joels Uhr. Dann haben wir noch Eugenes Firefly-Anhänger. Das war's an der Stelle. Warte mal. Nee, einmal in die Richtung bitte. Fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen. Finde ich eigentlich auch nice. Können wir ja einfach mal machen. So, Rezept erfordert Bindung, Klinge und Nahkampfwaffen. So. Hier haben wir noch einen Doten. Wir haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Es ist gut, oder? Es ist gut. Man weiß es nicht. Wer oder was war hier? Oder wer oder was lauert hier vielleicht noch? Ich wollte gerade sagen, ne? Ich kann einfach echt... Molly kann ich nochmal. Komm, machen wir gleich mal zwei. Wir sind ja gerade, wie gesagt, gut aufgestellt. Eben der Molly, ja, hat, glaube ich, bedingt was gebracht. Wir tun einfach mal so. Als wäre das der Hit gewesen. So, ich würde gerne noch an die Schublade. Deiner, Lina, du bist im Weg. Im Weg für eine leere Schublade. Na toll. Stimmen wir mal ein bisschen in den Nachtschränkchen rum von den Leuten. Hoffen, dass wir nichts Unangenehmes finden. Ne? Lass ich jetzt mal so stehen. So, da vorne funkelt noch was. Ihr kennt alle den Spruch. Es ist ruhig. Zu ruhig. Scheiße. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. War es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Ah. Den kenne ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein.
mal los. Hier lang geht es raus. Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Tommys Rachefeldzug. Wir sind Zeugen davon, dass Tommy hier den ein oder anderen, harten Trick angewandt hat, um an den Code für das nächste Tor zu kommen. Ich glaube, an den mit der Mütze erinnere ich mich doch sogar noch. War das nicht der, der so eine übertrieben große Fresse hatte? Der so auf mich losgehen wollte noch und all sowas? Ich glaube, das ist der sogar. Leute, wir sind Tommy auf den Fersen. Anscheinend ist es gar nicht so lange her, dass er hier war. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und freue mich an allererster Stelle erstmal, dass ihr da wart, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode wieder mit dabei und findet mir zusammen heraus, wo Tommy ist und ob wir Rache für Joel üben können. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich will gar nicht so lange reden. Ciao, ciao.